Ach Gott, ich freue mich schon. Das war jetzt nicht ernst gemeint. Obwohl die Musik schon schön ist, ne? Ich will die doch nur kaputt drehen. Ich muss mir mal gerade die Nase putzen. Einen Moment. Und da bin ich wieder. Ging recht fix. Ach Mann. Okay, ein Leben, schätze ich mal. Sehr schön. Hier verbuddel ich mich. Ich hoffe, dass ich die da reindrehen kann. Aber dem war nicht so. Der ist ganz schön fix unterwegs. Nee! Mann! So. Jetzt nochmal. Mag diese Stelle nicht. Ich erschrecke mich bestimmt, wenn ich da gegen dotze. Das kann man es doch gebrauchen, eine Kiste kaputt zu machen. Ich bin gerutscht. Dann wäre ich da drunter durch und wäre dann noch schnell von den Bienen abgehauen. Aber nein. Mal diesen Mist hier vorne noch machen. Ich tue dieses Level nicht mögen tun. Kriegen das schon hin? Wie lange macht es? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Das war 1A abgepasst. Besser hätte ich schnell machen können. Ist eigentlich richtig, was ich hier mache. Ich weiß nicht, ob es da drin Checkpoints gibt. Ich hoffe nicht. Ich mag diesen Pilz. Ach. Okay, ich suche mir erstmal einen Checkpoint. Danach. Ich
müsste auch gar nicht so weit einer sein davon. Meine ich mal. Ja, das ist schon scheiße. Dann muss ich das so hinkriegen. Na gut. Ich weiß nicht, ob es hier noch Kisten gibt. Das ist my question. Sis! Oh. Ich hasse das Level. Wie auch jeder andere. Ich weiß leider nicht, wie viele Kisten es hier gibt. Kistens. Nitros gibt es hier auf jeden Fall. Ich habe das Gefühl, ich laufe einfach mal hier durch. Und dann kann ich immer noch in das Level gehen. Ich habe den lilanen Edelstein und das reicht mir erstmal. Vielleicht muss ich ja gar nicht dadurch. Weil in dem Level gibt es ja nämlich eine Auslöserkiste für die Night Rose. Von daher, wenn es da keine... Was war das denn jetzt? Wenn es da keine Kisten drin gibt, müsste ich sie eigentlich alle haben. Da ist ein Checkpoint. Komm, geh weg. Nächster Checkpoint. Und ein Bonus-Level. Mit ganz vielen Nitros. Und diese Kisten gehen auch nicht kaputt. Wenn man die Nitros kaputt macht, also zündet. Sehr schön. 15 hört sich auch gut an. Oh, ich hoffe einfach, dass es keine weiteren Kisten in dem beschissenen Bonus-Level-Ding da gibt. Das hört sich so gut an. Ja! Yes! Sehr gut. Das
Es wäre also nur unnötige Quälerei durch das Level gewesen, wenn wir das geholt hätten. Also wenn wir da weitergegangen wären. Super! Nächste Endboss. Und wir kriegen eine Nachricht. Crash, ich habe herausgefunden, dass unsere Gegner angeführt werden von Dr. Nikos Brio, dem Erfinder des Evolver Ray. Brio war damals verantwortlich für unser Missverständnis. Er hat mich gezwungen, ihm bei seinen Weltmachtplänen zu helfen. Und jetzt versucht er schon wieder. Er wird sich uns in den Weg stellen. Sei vorsichtig, Crash. Verwende die Plattform. Gib die Kristalle, Engine. Nee. Wir speichern erstmal nicht, dass mir beim Laden dann die Playsee abschmiert. 79%. Das wird sich auch nach dem Boss nicht ändern. So. Ab nach oben, würde ich sagen. So, der Kampf ist, glaube ich, ganz einfach. Ich glaube schon, ja. Sie, Dr. Kordex-Kappe, geben Sie mir die 20 Kristalle, die Sie gesammelt haben. Achso, genau, wir können ja hier mit den Äpfels schmeißen. Okay, wir können ja nicht grätschen. Ihr hört jetzt wahrscheinlich mein Button Smashing. Komm schon. Wunderbar. Jetzt kommen die Raketen. Ist kaputt. Und dann machen wir auch direkt kaputt. Sehr schön. Jetzt kommt nur noch die eine hier. So. Komm her. Das ist jetzt scheiße. Wachsen die nach? Ja. Okay. Alter Kordex wird für ihren Widerstand nicht erfreut sein. Dein Zahn wird sich treffen. Sehr schön. Und damit wären wir im letzten Warp Room. Yay. Ich glaube, es gibt ein 100% Ende. Ja, es gibt ein 100% und ein 200%. 200. Ah, was ist dein Problem, Bandicoot? Ich werde dich nicht noch einmal bitten, mir die Kristalle zu bringen. Hol die übrigen 5 Kristalle, Crash, und bring sie mir! Es gibt ein 100% Ende und es gibt ein kein 100% Ende. Deswegen werde ich dann... bei irgendjemandem die Kiste nicht. Nee, den Kristall werde ich nicht holen. Nee, geht ja nicht. Scheiße. Ich werde bei irgendeinem werde ich die Kisten nicht holen. Wahrscheinlich beim einfachsten dann.